So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von StarCraft 2. Mein Gott, Erfolg stehen übrigens ganz oben, finde ich sehr interessant. So, wir sind gerade hier in dieser Mission, von der ich gerade nicht mehr weiß, was wir eigentlich machen müssen. Genau, zerstören Sie die Protoss-Nexus und halten Sie die erste Protoss-Flotte auf. Stimmt, was habe ich mir hierbei jetzt gerade gedacht? Ich weiß es nicht mehr, to be honest. Ich weiß nicht mehr, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Ach ja, das Schiff. Ich erinnere mich an die Geschichte. Wo ist mein... Da oben ist mein... Ich meine, die werden den nicht kaputt kriegen. Die werden vorher verrecken. Mal kurz ausprobieren. Aber wobei. Na doch. Es war ein Experiment. Komische Mission. Ich finde, das ist eine sehr, sehr weirde Mission. Ich verstehe nicht so ganz, was sie eigentlich von mir möchte, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber egal. Einfach die Nexus zerstören. Scheiß drauf. Wann habe ich nicht so ein BBS sogar dabei? Nee, habe ich gar nicht. Natürlich doof. Da unten war noch einer. Ja, ist mir doch egal. Ja, die will ich nicht angreifen. Okay, die verrecken einfach komplett, wenn ich da durchgehe. Das ist natürlich Mist. Sagen wir, wie es ist. Wie gesagt, das ist eine sehr weirde Mission. Ich verstehe die noch nicht so ganz, aber naja. Dann chillen die jetzt einfach mal, bis der hier vorbeigefahren ist. Wie wär's damit? Das funktioniert. So, ein paar Dinger auf jeden Fall. Habe ich Panzerschirm? Ja, keine Ahnung, Mann. Nehmen Sie die erste Protoss-Flotte auf. Ich meine, die haben mir eben eigentlich schon ein bisschen auf den Deckel gekriegt, ne? Hier. Ich verstehe gar nicht das Problem da. So ganz. Ach, was weiß ich denn? Hoffen wir, dass diese weirde Mission bald einfach vorbei ist. Irgendwie. Viking Horn. Ja, Vespinga ist mir doch egal. Ist mir auch egal. Aber zwei Lebensanzeigen. Weird. Könnte die ja schon mal dahin schicken, ne? Mit die da unten den mal platt machen und dann machen wir ganz am Ende den bei uns direkt platt. Ich hoffe, dass es funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Wenn nicht Pech. Es ist eine weirde Mission. Ich will hier einfach nur weg. Ja, ist mir doch egal. Macht doch alles platt da. Das sind zwei Schiffe tatsächlich. Das check ich ja jetzt erst. Das wäre ein langes Schiff. Es ist so unfassbar weird, ne? Warte, der Panzer. Oh nein, ich habe das Bonus-Ziel verkackt. So eine Schande aber auch. Protoss have arrived at another settlement, sir. Ja, ich weiß, wo ist denn dieser? So, jetzt ist der Panzer da. What's on your mind? How devious. Da meint, ich krieg das einfach platt hier. My pleasure. Ich hasse diese kleinen Fucker, ne? Ich hätte vorher nochmal speichern sollen. Depp. Oh! Oh, geil. Na dann sterben wir jetzt einfach mal simultan hier alle.
und bauen einfach neue Einheiten. Es ist so eine weirde Mission. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich verstehe hier einfach gar nichts mehr gerade. Okay, zwei Panzer. Insufficient Vespin Gas. Oh, scheiß Vespin Gas. Macht mal hin da. Ihr Keks. Transformation Systems Prime. Insufficient Vespin Gas. Insufficient Permission. Wo ist denn meine normale Kaserne? Da. Hier, ich habe so viel, ich kann einfach mal normale Einheiten bauen. Und Maudür. Ah. Aber wie kommt man... Achso, doch hier kommt man darüber hin, ne? Hier runter muss man, glaube ich. Richtig, richtig. Go ahead. Dann mal, schon mal vorgehen. What needs killing? You want a piece of me, boy? Energy output is peaking. The Protoss are gonna destroy the second colony base. Ja, dann machen die das halt, ist mir doch egal. Wir haben noch ein paar. Hohoho. Selbst auf leicht schaffe ich es halt nicht dagegen anzukommen, das verstehe ich halt irgendwie nicht. Wahrscheinlich verstehe ich hier irgendwas grundlegend falsch. Aber das ist ja nicht mein Problem. Also doch eigentlich schon, aber. What can I say, except... Insufficient Vespin Gas. Wir bedürfen jetzt einfach mit denen einfach mal loszugehen, aber... Das wäre nicht so erfolgreich. Ja, ist mir doch scheißegal, ganz ehrlich. So. Was ist jetzt hier los? Da bin nur so. Okay. Roger that. Can't wait. That's fine. I'm here. Go, go, go! Goliath online. Ooh, nice. Our allies are being attacked. Ja, mach ruhig alles kaputt. Es ist mir egal. Our ship's gonna burn up! The Protoss are killing us! What's on your mind? Komm, versuchen wir's mal. Excellent. Ja, volle Kraft darauf. Our allies are being attacked. Hm, das so funktioniert. Ja, doch. Wie gut aus eigentlich. Our allies. Was? Das muss ich. Achso, die muss ich auch noch killen. Oh. Ich hasse diese Mission, Alter. Die ist straight trash. Die ist so ein Trash gerade. Unfassbar. At the ready. Of course. Boah, ich brauche fucking Vespin Gas, Mann. Our allies are being attacked. Our ship's gonna burn up. The Protoss are killing us. Ready to blunder. Boah. You gonna give me orders? Our allies are being attacked. All right, bring it up. Let's have a blast. Oh, is that it? Komm, du denn jetzt her? Hilfe. Our allies are being attacked. Insufficient. Bist du lächerlich, ne? Our allies are being attacked. Kaboom, baby! Believe it. So, dann vielleicht gleich ein bisschen vorsichtiger vorgehen auch. Insufficient Vespin gas.
Aber ich habe so einen Vespingas-Mangel. Ich kann natürlich hier ein bisschen was bauen, aber nee. Obwohl, ey. Our allies are being attacked. Let's have a plan. Komm, wir versuchen es nochmal. Our allies are being attacked. Victory is ours. Additional supply depots required. Guck mal, sieht doch schon viel besser aus. Our allies are being attacked. Additional supply depots required. So, schon viel besser. Bada bum. They've almost reached the next base. Hurry. Okay. Speichere ich jetzt nochmal ab. Falls ich damit jetzt nicht schaffe. The purifier shields are offline, sir. Hit it now. Ich bin auf dem Weg, tatsächlich. Problem ist, der Dulli, die Dulli ist also im Weg. Aber die hauen ab. Also von daher easy. Additional supply depots required. The purifier sent our units into a dimensional warp field. The effect should only be temporary, though. Okay. Ja, alles verbrennt mal wieder. Ich lieb's. Oh nein, 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 wie sind. Ah, die sind völlig useless hier. Ja, das ist natürlich geil. Aber die nicht. Alter, ist das eine 10 von 10 ungeile Mission. Leck mich am Arsch. Habe ich lange nicht mehr erlebt. Boah, ist die anstrengend. Und so dumm. Vielerlei Hinsicht. Also eigentlich mehr Flug anhalten. Die bringen halt überhaupt nichts. Times are wasting. Fantastic. On me. Of course. Sure thing. Wie geht das mir nicht los hier? Ich Mann. What's going on? Hat Uwe halt keinen Bock mehr, ne? Yeah, yeah. Hm. Ja, ich werde es vielleicht mit Ach und Krach schaffen. Schön. Bringt mir halt nichts, wie ich jetzt rausgefunden habe. Insufficient Vespin Gas. Gar keine Cobras mehr, ne? Ready to plunder. Let's get into the fight. I like it. Ich mag's nicht. They'll fire on the settlement any second now. Get clear. Ja, ich bin hier auch nicht mehr. Es ist halt so dumm. Das ist so eine dumme Mission irgendwie. Ich weiß auch nicht. Was das überhaupt soll. Ready to plunder. What needs killing?
ist denn überhaupt? Das ist schon ein riesiges Loch da reingeballert, Alter. Hat der jetzt überall? Ja, tatsächlich. Oh. At the ready. Ich will nicht mehr. Warning. Protoss Squadron detected approaching the final colonist settlement. Insufficient Vespin gas. Das heißt, die müssen jetzt sterben, Alter. Die müssen jetzt sterben. Oh, ich jetzt über auf dem. What's the plan? Dieses hässliche Schiff muss jetzt verrecken, Mann. My pleasure. Our allies are being attacked. Da tut's halt nicht. Purifier sent our units into a dimensional warp. Rennt da nicht rein dann. Ihr Deppen. Meine Fresse. Help! They're destroying our ship! Ist der so? Ja, ich doch, das schon, ne? Ah, ich bin ganz gut versteckt hier in den Bäumen. Nett. Our allies are being attacked. Okay, die Regeln das. Our allies are being attacked. Komm, wir kriegen das platt, bevor das passiert, sodass ich zumindest das dritte Bonusziel schaffe. Wäre das was? Danke, endlich ist diese Schmutzmission weg. Oh. The Protoss are retreating. You've done it. You are as cunning as the stories say, James Raynor. I hope your belief in these colonists will be vindicated. Das war so eine Mission von Dr. Achso, weil wir alle ihre Mission abgeschlossen haben. Das war so eine weirde Mission. Ich weiß nicht. Nie aus dem Posten gerettet. Ach, keine Ahnung. Mir doch egal. So, I guess this is goodbye, Doc. You've got a lot of cleaning up to do out there. We'll manage somehow. I just hope you boys stay out of trouble. Those Protoss are bound to be upset. Well, me and the Protoss go way back. I've helped them out a few times. Figure they might cut me some slack. You know, you could always stay here. Settle down, make a new start. Guys like me don't get second chances, darling. We just gotta finish what we begun. You're a good man, Jim Raynor. I ain't that good. Okay, dass sie jetzt einfach geht, wusste ich nicht, aber okay. Also, dann jetzt nochmal ein bisschen Gespräche anhören hier und ist die Folge auch schon wieder vorbei. Cool. Oh, oh. Ganz viele neue Sachen. Let's get down to business. Erstmal direkt anheuern, das ist ganz wichtig. Die Hells Angels, Alter. Nice, 45.000. Let's fucking go. Shame Doc Hansen stayed behind. She was just about to fall for my roguish charms, too. You ain't gonna tell me you weren't just a little bit tempted to stay with her, are you? I've been down that road before, Tychus. I took my shot at a normal life a long time ago. Ain't no going back now. Couple of badasses like us ain't cut out for the quiet life anyway. Yes, sir. Destiny's got us pegged for something way bigger. I swear I'll do it all just.
Welcome back. We've got good and bad news tonight from our UNN headquarters on Korhal. The influx of refugees has dropped as various fringe worlders have found new planets on which to settle. For the bad news, let's go to Kate Lockwell. Kate? What? Is the feed open? Hi. Yes. Hi, Donnie. Well, many of the refugees are starting new colonies, and they've declared themselves independent of the Dominion. Branding themselves as rebels. Well, Donnie, they mostly seem like regular folks who are scared about the current crisis and angry that the Dominion didn't do more to save them. Some of them have praised Jim. You heard it here first. Ungrateful rebels digging in their heels across the fringe worlds. For UNN, I'm Donnie Vermillion. Can he warn me when he's gonna do that? Funny how people take it personal when you abandon them to the Zerg. Sweet Home Alabama. So, erstmal weg hier. Labor. Kam auf jeden Fall einen neuen Protoss-Strang, war das, glaube ich, ne? Protoss-Strang, das klingt auch. Bing. Geilo. So, was können wir denn? Anti-Infanterie-Spezialisten mit mächtigen Flächenangriff. Oh, ah, oh, das ist eine neue Einheit, oder was? Wobei, das war ja immer so, ne? Massives Transportschiff. Kann seine Ladung beinahe augenblicklich abladen. Ah, die Transportschiffe, ja. Aber ich neige dann eher zu denen hier. Ah, das sind so richtige... Bam, 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 bam. Ja, sind das denn die aus dem ersten Teil hier, die Transportschiffe? Weiß ich gar nicht. Ach nee, ich glaube, ich nehme die hier. Passt viel besser. Hm. Fragen wir, ob wir das noch voll kriegen eigentlich. Sind ja noch einige Missionen, ne? Von daher. Warum eigentlich nicht? Dann müssen wir wahrscheinlich nicht mal alles schaffen. So, Zerg-Tank. Da ist irgendwas Neues. Die Zerg-Bio-Probe hat ein ein Auge quasi entwickelt. Was kommt als nächstes? Arme? Er verliert eine grundlegende Dichotomie bei der Zerg-Zellenreproduktion. Zelltyp A weist scheinbar zufällige Mutationen auf. Zelltyp B jagt und zerstört diese Mutationen. Insofern handelt es sich um das Überleben des Stärkeren auf zellularer Ebene. Die erfolgreichen Mutationen gedeihen. Ich habe einen mikroskopischen Abstrich von der Probe entnommen, um eine elektrische Entladung, mit der ich schon eine Weile herum experimentierte, zu testen. Die Resultate stimmen mich positiv. Ein interessanter Nebeneffekt. Die Zerg-Materie entwickelt sich zu einem sehr dichten, aber flexiblen Material. Dieses Material könnte verwendet werden, um die Suprastruktur dieser alten Herkules-Klasse-Transporter zu verstärken, für die Swan schon verzweifelt ein Ersatzfeld sucht, die ich gerade nicht gekauft habe. Ich wünschte, ich hätte genug Zeit, um sowas als sowohl das Entladungsfeld als auch die gehärtete Materie weiter zu untersuchen. Aber das bezweifle ich stark. Hm. Die dance ja auch die ganze Zeit noch rum. Naja, Arsenal. Swan will sogar reden. Man, did you see the size of that Protoss ship? Don't matter how often I see them, those guys always come out with something that makes your jaw drop. You know what I'm saying? I'd be more impressed if they were using all that power against the Zerg. It's stupid to be killing Protoss when we should be teaming up with them against Kerrigan. Listen, they deserved it, and you did the right thing. Friends don't let friends massacre civilians, Jim. I'm proud of you for standing up to them. Hmm. Viking, ganz schön groß. So, ich wollte ja auf jeden Fall den Panzer upgraden, ne? Das war immer noch so eine Sache. Glaube ich. Ne, warte mal, was wollte ich nochmal upgraden? Oder das Terran... Ne, das Terraner-Gebäude, ne? Weiß ja immer noch nicht, was Mule anfordern eigentlich ist. Ah, die Scannersuche, stimmt, die gab es in Teil 1. Da kann man dann schon mal auf der Karte gucken, wie das dann so zum Beispiel bei der Gegnerbasis und so aussieht. Alle Feuer in Gebäuden werden automatisch gelöscht und Gebäude bringen sich von den... Ja, komm, das wollte ich mir kaufen, ne? Hier durch. Das ist alles natürlich sehr viel teurer hier. Aber naja. Keine Ahnung, die Helden so bei Adler, ne? Ich mache nur die Minenstärker, die ich eh nicht benutze. Ne, ne, das kaufe ich mir nicht. So ein Blödsinn kaufe ich mir nicht. Raketen baue ich auch eh nie. Ja, nee. Sparen den Rest. So, und ich würde sagen, auf der Brücke
will sowieso niemand reden. Das ist doch perfekt. Dann beende ich jetzt diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei StarCraft 2. Bis dahin. Tschüss.